Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forza Horizon 2, Folge 3. So. Okay, drittes Rennen und du kriegst etwas Besonderes. Das ist unser erstes Geländerennen diesen Sommer. Eine brandneue Veranstaltung bei Horizon. Du wirst es mit verschiedenen Terrains aufnehmen. Achte auf den nächsten Kontrollpunkt und konzentriere dich. Wenn du das hier gewinnst, könntest du deine allererste Meisterschaft hier beim Horizon gewinnen.
Kontrollpunkt verpasst. Mann. Meisterschaft gewonnen. Ich wusste, dass du etwas Besonderes bist. Mal sehen, wie lange du diesen perfekten Rekord halten kannst. Gib alles und gewinne genug Meisterschaften. Dann wirst du zum Horizon-Finale eingeladen. Das ist deine Chance, das Horizon als Champion zu verlassen. Deshalb sind wir schließlich hier, oder? Im Horizon-Finale vor allem schon die 14 weiteren Meisterschaften. CR-Belohnung, Siegerbelohnung, 5.570 CR, Schulsterzahl, Fahrer, Michael, Schreiner, 5, Gesamt 6.631. EP-Belohnung, also 12.000, Ziellinie, 3.685, Siegerlinie, Serie, 1.160, EP, EP-Schreiben, 1.180, EP, Gesamt 6.258, EP-Belohnung, Gesamt. Der andere hat genauso viele Punkte gehabt wie ich, aber trotzdem, das muss ich jetzt helfen. Na gut, bevor wir uns auf den Weg nach Nizza machen, habe ich hier noch etwas Besonderes. Wir treffen uns hier, sobald wie möglich. Das ist ein bisschen wie die Blitzer-Herausforderung vorhin. Nur brauchst du hier die hohe Geschwindigkeit nicht nur an einem Punkt, sondern musst die hohe Geschwindigkeit in der gesamten Tempozone beibehalten.
und ich habe den Horizon-Chef Ben Green hier bei mir. Hallo, Leute. Okay, Ben, könnten Sie uns ein wenig vom heutigen Horizon-Schaurennen erzählen? Na, das könnte ich, aber ich will die Überraschung nicht verderben. Vielleicht ist es besser, wenn alle Hörer erstmal nach Castelletto kämen. Wir werden eine richtig gute Show liefern. Sowas sieht man nicht alle Tage. Wow, okay, ihr habt den Mann gehört, Leute. Kleinen Moment, ich muss meinen Produzenten fragen, ob ich mit dem Ü-Wagen von... Schneller als du, aber ihr Wendekreis ist auch viel größer als deiner. Das könnte ein knappes Rennen werden. Achtung, Ben. Das war eben knapp, ziemlich Alter. Beeindruckend, nicht wahr? Ich hätte nie gedacht, dass du sie besiegst. Alter, ich 282 und die waren nur 300 Millisekunden langsamer. Ich, das war sehr, sehr knapp. Fast hätten die. Das war sehr knapp. Das war sehr knapp. Oh, habe ich das bereits erwähnt? Den Wagen darfst du behalten. Siegerbelohnung 5561 Schwierigkeit im Fall 556 CR Gesamt 6117 CR 6000 EP Belohnung 3707 EP Fähigkeiten 640 EP Gesamt 4147 EP. Du warst neuer Wheel Spin 14621 EP bis zur nächsten Stufe. Anzahl der Siege 3. Gesamteinnahmen 80.336 CR. Auf den ersten Platz verbrachte Zeit 1 Minute. Nein, Tim, ich fahre nicht. Aber die Teilnehmer sind die Besten, die beim Festival am Start sind.
Komm schon, das Finale wird das Ereignis des Sommers. Ja, es ist super. Wo bist du gerade? Ach, zu dumm. Wir fahren gleich runter nach Nizza. Okay, wir starten die zweite Etappe der Autotour. Bereit? Wir fahren nach Nizza la Bella, in die schöne Stadt Nizza. Komm schon, los geht's. Es ist gerade ein neuer Sender zu den voreingestellten Radiosendern dazugekommen. Jetzt kannst du auch Hospital Records Radio hören. Radio. Da sind wir wieder bei Hospital Records. Ich hab doch verwusst, bin wieder. Okay. Gut, dann machen wir das dann bald. Das war's für diese.